Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen in einem neuen Let's Play von mir, dem NRWBoy18. Es ist, jetzt etwas ganz Besonderes. Ich habe vor kurzem eine kleine Erklärung, Fenimore Fillmore, The Westerner, gespielt. Genau, und, man sagte mir, und das habe ich dann auch während dieses Spiels erfahren, dass es eigentlich Fenimore Fillmore 2 ist, The Westerner. So. Natürlich, dadurch, dass es sich dann um eine Reihe handelt, so jetzt das wollte ich sagen, und ich natürlich immer alle Reihen in der Regel auch komplett spiele, spiele ich natürlich jetzt auch das, nämlich Fenimore Fillmore 1, Three Skulls of the Toltecs. So. Und drei Schädel von den Tolteken, so auf Deutsch. Und ich bin froh, dass ich es jetzt zum Laufen gebracht habe. Es hat mich doch einige Mühen gekostet. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich spiel's. Ich habe auch schon reingeguckt, also es sieht, ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber es scheint wirklich eine Menge Spaß zu machen. Wir starten jetzt ein neues Spiel und nach dem Intro hören wir uns wieder. Direkt zu Anfang, wenn kleine Kinder zuschauen, Freunde, nehmt sie weg. Es ist am Anfang, ich finde, ein wenig hart. Also, schaut selbst. Das Intro. Arizona 1866. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Verdammt, kommt hier rüber. Kommt schon. Verzeihen Sie, Sir. Jämmerliche Banditen. Diese drei werden zurückkommen. Wir sollten lieber in Deckung gehen. Fass mich nicht an, du Miststück. Ich will Sie nur hinter den Wagen bringen. Mein Schädel. Bleiben Sie ruhig liegen, um Gottes Willen. Wir haben es also geschafft, mich zu umzingeln. Ich werde mich nicht ergeben. Verdammt, er hat das Bewusstsein verloren. Ey, Verzeihung, Sir, die drei sind weg. Ich hoffe, du hast ihnen nicht den Schädel gegeben. Nein, ich habe sie nur mit ein paar Schüssen verscheucht. Ah, hier ist das verdammte Ding. Du wirst es niemals schaffen, es mir wegzunehmen. Jetzt, wo ich so nah dran bin. So nah an was dran? Am Schatz der Tolteken. Schau dir diesen Schädel an. Das ist pures Gold. Es gibt noch zwei ganz ähnliche. Ist das wirklich Gold? Hast du noch nie von ihnen gehört? Komm schon, gib ihn wieder her. Von wem soll ich gehört haben? Von den drei Schädeln, natürlich. Du Dumpfnuss. Nein, bis heute noch nicht. Würdest du gerne reich sein? Wer würde das nicht gerne sein? Wir könnten ein Vermögen mit dem Verkauf dieser Schädel machen. Ich sehe, dir fehlt es an Fantasie. Diese Schädel sind völlig wertlos. Verglichen
mit dem verschollenen Toltekenschatz. Sie sind der Schlüssel zum Versteck dieses Schatzes. Wo sind denn die beiden anderen Schädel? Ganz in der Nähe. Einer befindet sich nicht weit von hier in einem Kloster. Unter der Obhut von Bruder Anselmo. Der andere wird von den Apachen bewacht. Nimm dich in Acht. Besonders vor einem Typ, der sich LeCount nennt. Er war es, der den einäugigen Dixon und seine Kumpane losgeschickt hat, um mich auszurauben. Dieser sogenannte LeCount ist der Colonel, der das Kommando über Fort Apache hat. Es scheinen eine ganze Menge Leute darin verwickelt zu sein. Es ist viele Jahre her, seit die drei Schädel so nahe beieinander waren. Noch nie hat man sich so sehr für sie interessiert. Ich könnte die fehlenden Schädel finden, wenn ich irgendwie beteiligt würde. Ich hatte schon eine Menge Partner, aber sie sind alle an Verdauungsstörungen gestorben. Ich bin ein fahrender Händler. Ich vertreibe ein fabelhaftes Harponikum und ein großartiges Elixier. Vielleicht könnte Ihnen ein Drink wieder etwas auf die Beine helfen. Klar! Reicht mir doch mal eine Flasche von meinem Verjüngungselixier. Und? Wirkt es? Kratzer! Du hast mir die Harlotion gegeben. Sie haben nach der Flasche gefragt. Naja, verschwinden wir hier. Aber nicht ohne den Schädel. Des alten Händlers. Dieser verfluchte Kerl! Schauen wir mal! Oh Gott! Wir müssen trotzdem sehr vorsichtig sein! Die haben diesem Idioten den Schädel gestohlen! Sie haben ihn nebenbei auch ermordet, Bruder Anselmo. Langweilt mich doch nicht mit unbedeutenden Details, Bruder Breitpo! Und kommt mir jetzt auch bloß nicht mit diesem ethischen Mist! Alles, was ich sage, ist, dass irgendjemand diesen Mann begraben sollte. Christliches Mitgefühl ist bis zu einem gewissen Grad immer hilfreich. Versteht ihr denn nicht, dass wir dafür keine Zeit haben? Ich hab's nicht eilig. Ihr habt es nie eilig, Bruder. Außer wenn die Vesperglocke läutet. Bruder Anselmo, bitte erwähnt das Thema Essen nicht einmal beiläufig. Verzeiht, ich habe euer Fastengelöbnis vergessen. Lassen wir dieses Thema lieber fallen. Jetzt müssen wir... diesen armen Sünder begraben. Nein! Wir müssen erst nach dem Schädel suchen, der ihm gestohlen wurde. Und dann... dann begraben wir den Händler? Ich denke, das sollten wir als erstes tun. In Ordnung, Bruder Fettarsch. Begrabt ihn. Ich warte in Big Town auf euch. Alles, woran Bruder Anselmo denkt, sind diese Schädel. Das wird noch unser Untergang sein. Naja, ich schätze, ich fange besser an zu graben. Tja, Freunde. Da sind wir im Spiel angekommen. Ein wenig spontan, aber naja. Also ich fand das Intro ein wenig, naja, hart. Also er wird ins Herz getroffen und lebt dann noch weiter und redet mit uns.
Er wird an der Schläfe getroffen und lebt weiter. Ich denke mal, es sollte da wohl ein Streifschuss sein, aber... Naja, ich weiß nicht. Egal. Wir sind also jetzt Fenimore Fillmore. Das ist also der Start von Fenimore Fillmore. Wir kommen mal näher und schauen uns ihn an. Er sieht ein bisschen lustig aus. Von hinten. Von der Seite. Von vorne. Er posiert vor uns. Die Stimme, das finde ich sehr lustig. Er hat eine sehr bekannte Stimme, nämlich die RTL-Moderationsstimme. Und der gute Händler hier, der hatte auch eine sehr bekannte Synchronstimme aus zum Beispiel Baphomets Fluch. Naja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir unterhalten... Speckschwart! Okay. Ja, dann unterhalten wir uns mal mit Bruder Speckschwart. Der buddelt ja jetzt das Grab für den Händler. Hallo. Was liegt an, Bruder? Die Steuerung ist hier auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir haben hier A, B, C, D und E. Was macht so ein netter Mönch wie ihr mit so einer Hacke? Ich gönne dieser Leiche ein christliches Begräbnis. Möge Gott sich seiner Seele annehmen. Wenn ich Fenimore Fillmore sprechen höre, denke ich, jeden Moment kommt jetzt mein RTL. Okay, ja. Zu welchem Orden gehören Sie? Ich gehöre zum Orden der Kapuziner. Kapuzineräffchen? Wo wollte Bruder Anselmo hin? Er ist nach Big Town rein. Er will ein kostbares Relikt in der Bank deponieren. Erscheint Ihnen das nicht merkwürdig, ein Relikt in einer Bank zu deponieren? Naja, es handelt sich nur um einen Knochen des heiligen Auriferus. Wo ist euer Kloster? Nicht sehr weit weg, aber wir sind hinausgeworfen worden. Wer hat euch aus eurem Kloster geworfen? Die Franzosen. Oh, Frankreich, Frankreich. Warum haben die Franzosen euch rausgeworfen? Sie sagen, wir hätten General Schwabbelbauch unterstützt. Also die Namen, die haben schon was. Wer ist General Schwabbelbauch? Er ist ein sehr berühmter Revolutionär. Man sagt, er fürchte sich vor niemandem und er sei grausam und gnadenlos. Die Franzosen jagen ihn seit Monaten, aber er entkommt ihnen immer wieder. Okay. Vielleicht versteckt sich General Schwabbelbauch im Kloster, verkleidet als Mönch. Das ist völlig ausgeschlossen. Na, und wenn's doch ist? Ist es denn so schwierig, sich in den Kapuzinerorden einzuschleichen? Dort kennen wir uns alle gegenseitig. Es wäre unmöglich für einen Eindringling, sich dort bei uns zu verstecken. Bruder Anselmo und ich kennen uns sehr gut. Ich muss gehen, Bruder. Gott mit dir, ja. Mein Bruder. Und das ist dann der ganze Orden. Okay. Hier haben wir eine Karte. Ah, Canyon, okay. Da haben wir auch die automatische Zuordnung. Das ist auch schön. Ja, Buck, so heißt er, glaube ich. Kuckuck. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, das ist fies. Kuckuck, Kuckuck. Hallo? Jemand zu Hause? Schrott. Guck. Guckwagen. Okay. Nutze, beweg, nimm, öffne, schließ. Was haben wir hier? Big Town. Big Town, 3 Meilen. Okay, Canyon. Schild. Geh zu Canyon. Hä? Nein! Der kleine süße Esel! Okay. Wo sind wir jetzt hier? Big Town. Okay, wir sind in Big Town. Nein! Okay. Ja, ja, ja. Nutze Esel. Weg? Big Town? Weg, hä? Dafür braucht er... Okay. Na, wenigstens müssen wir hier keine Moorrüben anzüchten und müssen uns dadurch fortbewegen. Wo geht's denn hier hin? Lustiger Esel. Ah, wo geht das hin? Da hinten sitzt jemand. Du liebe Zeit. Was ist das, ein Gefängnis?
Ja, laut meinen Recherchen hat das Spiel 9 Kapitel. Und mal schauen, ob die uns auch alle angezeigt werden. So, angekommen. Oh, meine Güte, Soldat. Mexikaner, Mexico. Okay, Freunde, dann posen wir jetzt noch ein wenig. Wir, Fenimore Fillmore. Das war der erste Teil und Auftakt zum neuen Let's Play. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin also, NRW bei 18, adieu.